So, da sind wir wieder, Leute, zu einem weiteren Part Schwarze Edition. Und, letztens waren wir in Twin Drake City stehen geblieben, die Stadt der Drachen. Und es, rechts geht's nicht weiter, geht's jetzt nach den Top 4 weiter. Wir erkunden jetzt erstmal ein bisschen die Stadt. Habe ich mir gedacht, ja. Man weiß nie, was es hier gibt oder so, keine Ahnung. Ich werde einfach hier ein bisschen rumlabern. Twin Drake City, die Stadt der Drachen. Twin Drake, aka Doppeldrache, Twin, Zwillingsdrache, genau. Zwillingsdrachenstadt sind wir. Okay. Moment, der Typ will uns eine Dings geben, eine TM. Seine Maschine funktioniert so, okay. Nee, der will uns Ladevorgang beibringen. Nee, brauchen wir nicht. Ladevorgang, wir haben nicht mal ein Elektro-Pokémon, ja, also macht es wenig Sinn. Ladevorgang ist ein Move, der unsere Spezialverteidigung erhöht. Und gleichzeitig wird der nächste Elektro-Move gepusht. So, von Norden geht's weiter in die nächste Stadt und jede Runde bringt eine neue Entwicklung. Bist du. Oh nee. Ein Reihenkampf. Nee. Grillcheater, Sodamak, Wiggy-Cheater. Oh. So ein Scheiß. Na egal. Also wechseln jetzt erstmal. Nein. Nicht zu Apache. So, und jetzt ein Luftsteifer rein. So. Er wechselt auch. Passt eigentlich ganz gut. So, wir setzen Luftschnitt ein aufs Grill Cheetah und er setzt Funkenflug ein. Oh, zieht so gut wie nix ab. Und jetzt eine Psychokinese. Das war sehr klar. Also das war mir von Anfang an klar, dass er auf Soda Cheetah jetzt wechseln wird. Und mit Soda Cheetah setzt er Silberblick ein. Hm. Soll mir recht sein, weil jetzt Luftschnitt Soda Cheetah killen wird. So ist es auch. So, kriegen alle nochmal schöne Erfahrungspunkte. Apache 44, 44. Und ein Wiggy-Cheater. Jetzt sollte Luftschnitt eigentlich ein One-Hit werden. Ist ja sehr effektiv. Ja, ist es auch. Und sehr ausgewogenes Team haben wir da. Ich habe mich da mal wieder selbst übertroffen in meiner Teamkreation. Ich weiß, eigentlich Luft stinkt, aber ich weiß ernst. Ich mag meine Teams. Ich finde die irgendwie geil. Sind nicht Standard, aber auch nicht zu low. I like it, egal. Willkommen im Haus des Reihenkampfs. Okay, das ist also das Haus des Reihenkampfs. Interessant. Gibt es hier oben noch mehr von denen? Du auch? Oh nein. Der Typ will auch einen Reihenkampf. Verdammt. Ach, aber oh, passt schon, passt schon. Boah. Linfu, Gladiantrion, Pygraulon. Ja. Wenn ich jetzt Surfer einsetze, auf wen kommt das alles? Keine Ahnung, ich setze einfach mal Surfer ein. Okay. Hier Surfer. Ne, trifft nur ein Pokémon von ihm. Und zwar Pygraulon in diesem Fall. Hm. Das ist ein Low-Kampf. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. Setzen nochmal Surfer. Ah, Gewissheit. Hm, muss doch jetzt echt nicht sein, ja? Also Surfer auf Gladiantri. Das Gladiantri geht down. Und Linfu, ja, jetzt noch ein Surfer hinterher. Oh, Gedankengut. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Das war scheiße. Na, jetzt wird es leider kein Monat mehr, wie wir hier sehen. Okay. Guter Sprungkrieg nicht getroffen hat, weil jetzt besiegt er sich selbst. Laurent wurde auch besiegt. Und Reihenkämpfe sind ziemlich kraftraubend. So viel habe ich gerade erfahren. So, dann noch ein neues Item. Ein Hyperball. Hyperball, nice. Dann wieder hoch. Okay, das ist das Haus der normalen Dreierkämpfe. Nee, Phantomknoten. Phantomknoten, was ist ein Phantomknoten? Bin ich jetzt mal gespannt, was ein Phantomknoten ist. Ein Item zum Tragen. Wird der Träger vernarrt? Gilt dies auch für den Angreifer? Also das ist so eine Liebe. Oder wie? Keine Ahnung. Pokémon Liga Top 4. Alles Schrott. Alles Sachen, die ich schon weiß. So low. Hier ist die Arena. Was ist hier? Okay. Hast du was zu sagen? Nein. Okay. Hier ist noch ein Haus, wo wir nicht drin waren. Okay, die zählt ihre Dekoartikel.
Nein. Glaub oder nicht, glaub's nicht. Ich liebe Musicals. Ich nicht. Und ich will keinen Deko-Artikel von dir, nein. Oder doch? Nee, glaub nicht. Ja, ja, immer dasselbe. Und du? Okay. Keine Ahnung, was sie da labern. Aber ist nicht story-relevant. Von daher war's das hier erstmal. Ja, war's erstmal. Und jetzt können wir weitermachen. In der Story. Es ist nicht mehr weit. Okay. Was ist das? Haus von Lysander. Nee. Hier ist es. Okay. Okay. Nice. Also Lysander. Der trägt einen lustigen Bart, wie ihr hier seht. Oder ist das ein Gebiss? Keine Ahnung. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Lichtstein bei dir. Aus dem Lichtstein wird Reshiram erwachen. Reshiram und Sekrom, das bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hatte zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land geschaffen, in dem Menschen und Pokémon in Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von beiden im Recht sei. Der ältere, auf die Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, vom Wunsch beseelte Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen. Der eine schloss sich dem älteren und der andere dem jüngeren Bruder an. Sekrom, der schwarze Drache, der dem Wunsch folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Reshiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine neue Welt der Klarheit führt. Da die Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her, aber eine Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen Recht haben könne, und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden das Kriegsbeil wieder aus. Einem Wutausbruch folgten, legten Sekrom und Reshiram daraufhin Einhalt mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Die Pokémon hatten etwas derartiges aber niemals getan, wären sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Schließlich hatten Sekrom und Reshiram einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht, Pokémon können nun mal nicht sprechen. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Und dennoch, Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass Team Plasma versucht, uns und unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist es uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Nun musst du das Versprechen einlösen, das du Laura gegeben hast. Du musst dir ja noch den Orden der Arena von Trindrake City holen. Also Regi, ich warte auf dich in der Arena. Huh, Lysander. Was ist da oben? Irgendwas Interessantes? Hier sind... Was ist das? Ich bin Lilias Trainerin. Dabei war Lilia eigentlich schon immer stärker als ich. Okay, der Typ... Oh, ein Leichtschein. Trägt ein Pokémon den Leichtschein? Oh, verdammt. Die suchen mich. Okay. Zielscheibe. Was ist eine Zielscheibe? Gibst du deinem Pokémon das Item Zielscheibe, treffen Gegner es auch mit Attacken, gegenüber deren Typ es ansonsten unempfindlich wäre. Jetzt trifft zum Beispiel eine Attacke vom Typ Normal ein Geist-Pokémon. Das Item ist zwar echt schwer zu handhaben, aber kann sehr nützlich dabei sein. Ja. Weiß gar nicht. Kann das nützlich sein? Ich glaube nicht. Egal. Also wo ist jetzt die Arena gewesen? Ich glaube hier. Einmal hoch, nochmal hoch. Und ja, hier. Oh, ein Zwillingsdrache. Sehr geil. So. Bin ich mal gespannt. Die Arena in Twindrake City wartet auf starke Gegner, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Bin ich einer dieser starken Trainer? Zufälligerweise? Norman? Norman schickt einen Scharfax in den Kampf. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir den Speed erstmal erhöhen werden. Und Hausbruch einsetzen. Drachenklaue. Okay. So, Hausbruch. Meiner Meinung nach einer der besten Moves überhaupt in der fünften Generation, der neu dazugekommen ist. Das ist einfach so immer. Keine Ahnung, ist viel zu geil. Und wow, Steinhagel, One-Hit. Scharfax scheint keine hohe Verteidigung zu haben. Interessant. Kommt auf meinen Notizzettel. So, was ist das? Nix, okay.
Okay. Oh, ein Drache. Geil. Cool. Warte, hier geht's glaube ich nicht lang. Ist ein. Ja. Es geht. Zack, hier lang. Dann. Hier geht's auch wieder nicht lang. Aber hier. Eine weitere Trainerin. Wenn du mich übertriffst, verrate ich dir, wie du durch diese Arena kommst. Ich weiß eh, wie ich durch diese Arena komme. Schätzchen. Phobie. Phobie. Okay. Kapuno. Kapuno entwickelt sich zu dem coolsten Pokémon in dieser Generation. Und zwar Sazandora. Ich liebe Sazandora. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das Ding einfach zu geil. Hat drei Köpfe. Sieht aus wie Hades. Na, eigentlich ist es Breaker Hades, aber es sieht einfach aus wie Hades. Und es ist saugeil, meiner Meinung nach. Ist auch richtig stark. Und vielleicht werde ich das noch in diesem Let's Play benutzen. Keine Ahnung. Mal schauen. Lasst euch überraschen. So, hier runter. Okay. Der Drachenkopf bewegt sich also, wenn wir auf die Pfoten springen. Okay. Hast du verstanden, wie sich die Köpfe der Drachen bewegen? Natürlich habe ich das. Ah, Elmar. So, Elmar schickt einen Scharfax rein. Und jetzt wird es durchaus Sinn machen, Hausbuch einzusetzen. So, Drachenklaue zieht natürlich mal wieder Low Damage ab, ja. So, Hausbuch. Ich liebe diese Attacke. Mit dieser Attacke kann man ja wirklich Bäume, man kann alles mit dieser Attacke zerfetzen. Hier, Knirscher. Wenn Knirscher jetzt killt... Oh, geil, Gott. Hm, schade. Schade. Ich hätte, wenn es gekillt hätte, wäre es eh zu overpowered gewesen. So, Surfer. Auch das Scharfax. Das Scharfax geht down. Und noch ein Scharfax. Ja, okay. Da wir jetzt wissen, dass weder Knirscher noch Surfer für den One-Hit reichen, setzen wir Steinhagel ein. Treffen zum Glück. Und das Scharfax geht auch down. Plus ein Level up, ein Level up. Yep. So, geil. Also. Stiftung Regitest hat schon herausgefunden, dass das Wasserfossil, ja, das ist für den Spielverlauf sehr, sehr gut geeignet. So, Glücksei genommen. Und das Glücksei geben wir jetzt Apache. Da es vom Level her ein bisschen zurückgefallen ist. So, auf die Hand. Drachenkopf, Foto hoch. Kopf hoch. Okay. Ziemlich simples Rätsel, wenn ihr mich fragt. Muss man einfach nur ein bisschen nachdenken können. So. Eine weitere Trainerin. Bist du schon glücklich, wenn du nur mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist? Oder müssen sie auch stark sein? Antworte mir in Form eines Kampfes. Starke Pokémon. Weil ich nehme noch kein Carpador ins Team, nur weil es lustig ist und mich glücklich macht. Nee, sowas gibt's bei Regi nicht. Okay, Überbrückung. Überbrückung löst die Fähigkeit des Gegners in Luft aus. Ja, so kann man es nennen. Und Turmkick reicht leider nicht für einen One-Hit aus. Schade eigentlich. Dafür muss jetzt Knirscher den Rest erledigen. Jupp, tut's auch. Und das Scharfax geht down. Eventuell hätte ich mir den Scharfax ins Team nehmen sollen. Wobei, nee, wäre zu overpowered. Haben auch voll viel gehabt, oder? Oder haben werden relativ viele tun, so sag ich's mal. Das soll ja einzigartig werden. Und ich irgendwie. Genau, okay, da geht's nicht lang. Da müssen wir nach unten. Oh, was willst du denn jetzt, Gentleman? Schau an, wen sehe ich denn da? Jedenfalls kommst du gerade recht. Aber sei gewarnt, ich werde dir es nicht leicht machen, ja? Warum müssen wir alle Steine in den Weg legen? Schade. Oh, verdammt, die Maus. Sorry. Sorry. Schadrago. Oh, Schadrago. Da setzen wir erstmal Turmkick ein. Und, oh, Rauhaut. Ich hasse Rauhaut. Rauhaut. Ich mag einfach, wenn die Pokémon volle HP haben. Und durch Rauhaut geht das halt nicht. Weil ich halt auf Kontakt eben mit dem Gegner gehe, ja? Und das sagt Fassade. Nee, Fassade ist scheiße. Also jetzt nicht für Apache geeignet. Wo geht's jetzt lang? Da oben nicht. Dann hier wieder auf den Knopf. Und der Kopf bewegt sich. Foto hoch. Kopf hoch. Okay, und da oben war der Arenaleiter, wenn ihr drauf geachtet habt. Da müssen wir hin. So, ein weiterer Arenaleiter. Nee, Trainer, sorry. Du, dich teste ich. Zeig mir, wie gut du dich mit Pokémon auskennst.
Ja, ziemlich gut. Ich bin ja so eine Art Pokémon-Nerd. Du Connor. Sarah Connor. Bäh. Tonkick. Kapuno vom Typ Unlichtdrache. Von daher ist Tonkick sehr effektiv. Und Shadrago. Was kann ich gegen Shadrago denn machen? Ich habe keinen wirklichen Counter dagegen. Naja, wir schicken einfach mal Professor X rein. Bring, bring, bring! Luftschnitt. Wie viel Damage macht das? Und schräg zurück am besten. Ah, verdammt, Knirscher. Oh, das tut weh. Aber Psychokinese sollte jetzt reichen. Ja, er tut's. Geil. So, Shadrago geht down. Und ein Scharfax. Und da kann wieder Apache ins Spiel. Brr, brr. Hier, Tonkick auf das Scharfax. One it. So habe ich es gerne. Du kittelst aber auch wirklich alles aus mir heraus. Ja. Ja, ja. Das tue ich. Also Pfote runter. Kopf hoch. Oder? Nee. Ja gut, dann müssen wir halt wieder hier hoch. Über diese kleinen Absprung. Wieder zurück. Und jetzt sagt er euch, hey, hier waren wir schon. Waren wir auch. Aber wir müssen halt nochmal auf die Plattform drauf. Weil sie sich nochmal bewegen muss. Und zwar so. Letzte Trainerin in der Arena. Dun, dun, dun. Ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Tricks du so aufwartest. Ich bin mal gespannt, was du für Pokémon hast. Sie hat ein Kapuno. Okay, Kapuno. Kennen wir ja mittlerweile schon. Tonkick. Want it? Ja. Und was noch? Ein Shadrago. Ein weiteres Shadrago. Hm. Ach, Shadrago. Ich dachte Scharfax. Oh. Na egal. Knirscher. Oh, Drachenklaue. Killt das? Ja, nee, aber... Jetzt muss ich irgendwas mit Steinhagel machen. So, Steinhagel, schreck zurück, schreck zurück. Ja, nice. 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 Kriegen wir sogar noch EP von diesem Ding. Oh, geil. Also, Apache Level 46. Und Scarlett Johansson. Sorry. Also, Foto hoch. Und Kopf hoch. Und jetzt sind wir eigentlich schon da. So gut wie da, ja. Jetzt sind wir so gut wie da. Noch einmal hier hoch. Einmal hier folgen. Den Pfad entlang. Ne, hier entlang, genau. Oh, noch eine Trainerin. Pokémon-Kämpfe bestimmen nun schon seit über 10 Jahren unser Leben. Wir werden dich spüren lassen, wie viel Erfahrung in einem Kampf ausmacht. Und das finde ich immer wieder lustig, Leute. Die Frau sagt 10 Jahre. Aber wir trainieren jetzt ungefähr jetzt in-game. Keine Ahnung. 3 Wochen und sind schon auf einem höheren Level als sie. Obwohl ich schon 10 Jahre trainiert, ja? Das habe ich früher nie verstanden. Und noch ein Scharfax. Okay, 2-mal Scharfax von Veteranen. Veteranen? Veteranen, what the fuck? Trugschlag. Trugschlag. Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank. Am besten noch Level 47. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Genial, ehrlich. So, einmal hoch. Hier geht's nicht. Oh, okay, das war falsch. Wir müssen jetzt nämlich wieder hier runter. Jetzt geht auch die Foto hoch. Und der Kopf geht also auch ganz querweg hoch. Tack, und wir sind da. Wir sind da, Leute. Und wir haben noch Zeit. Sprich, ich kann den Arena-Leiterkampf jetzt noch machen. So schwer wird der sowieso nicht. Mit Crush natürlich. Wir geben Crush das Glücksei. Und wir geben Crush ein bisschen Limonade. Und jetzt können wir eigentlich schon gegen Arena kämpfen. Tun wir auch. Okay, Lysander, los geht's. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arena-Leiter von Twin Drake City.
Lysander. Als Bürgermeister strebe ich die Entwicklung der Stadt an. Als Trainer strebe ich allein nach Stärke. Und im Moment strebe ich nach einem jungen Trainer, der für die Zukunft steht. Ob du mir genau wie Lilia Hoffnung für die Zukunft geben kannst? Okay, Speed unterschrauben. Okay, Lysander mit dem krassen Bart und den tighten Oberarmen und den Hosenträgern. Genial. Schick einen Scharfax, Level 1 jetzt hinten. Wichtig unser Crush rein und setz ihn einmal Hausbruch rein. Oh, Drachentanz. Oh, oh, oh. Drachentanz könnte unter Umständen böse werden. So, einmal Hausbruch. Dafür steckt jetzt unser Angriff und unser Spezialangriff und unsere Initiative. Und ich setze Steinhagelein. Oh, er ist immer noch schneller als wir. Das ist in der Tat böse. So, wenn Steinhagel jetzt nicht killt, dann... Okay, es killt. Volltreffer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, 2218 Erfahrungspunkte. Schadrago. Schadrago ist von den Werten her... Jetzt nochmal nebenbei, das schwächste Drachen-Pokémon überhaupt. Vor Schadrago war das Altaria. Oh oh. Nein, nein, oh. Nochmal Glück gehabt. So kämpfst du also. Dich kriegt man nicht so auf die Schnelle runter. Und da er aufheilen wird, setzen wir unser gute alte Attacke Hausbruch ein. Die uns wahrscheinlich nicht enttäuschen wird. Zack. Also. Verteidigung sinkt, Spezialverteidigung sinkt. Spezialangriff steigt, Angriff steigt. Und Initiative natürlich auch. Jetzt sollte Steinhagel killen, wenn es trifft. Ja, treffen zum Glück. Bäh. Geht ja eigentlich ziemlich einfach mit Hausbruch. Da sieht man wieder, wie overpowered dieser Move ist. So, oh, Maxax. Sowohl in-game als auch. So, und oh, Maxax. Leute, ich liebe Maxax, ehrlich. Guckt euch an, wie es aussieht. Das hat einfach Style, das Ding. Ich dachte am Anfang erstmal, das ist Käfergestein. Aber es ist leider nur Gestein. Ziemlich schade eigentlich. Käfergestein wäre ein cooler Typ gewesen. Strategisch zwar sinnlos, aber... Naja. 4245 Erfahrungspunkte. Oh Gott. Und das Maxax geht down. Lysander geht damit auch. Ich fühle mich wie in der Sauna. Diese unerträgliche Hitze. Was soll man dazu sagen? Tja. Wundervoll. Ich bin dankbar dafür, dass ich dir begegnet bin und gegen dich kämpfen konnte. Boah, jetzt kriegen wir unseren Orden. Was ist das für ein Orden? Keine Ahnung, was soll das darstellen? Zackenorden. Zackenorden, ja? Wenn es richtig ist, frechen Besen. Das ist der Zwillingsorden? Nee. Legendenorden, oh mein Gott! Ha! Jetzt hast du also alle Orden in einer Region errungen. Jedes Pokémon wird dir fortan gehorchen. Und das hier sollst du auch haben. In Satyam findest du eine meiner Lieblingsattacken. Drachenroute. Dann, 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 dann. Regi verschaut das Item TM82 in den VM- und TM-Beutel. Drachenroute fügt den gegnerischen Pokémon nicht nur Zahn zu, nein. Die schleudert es auch zurück in seinen Pokéball. Sprich, dein Gegner wird dazu gezwungen, sein Pokémon zu wechseln. Ich habe eine Bitte an dich. Folge Lauru und begib dich zur Pokémon-Liga. Die Liga liegt etwa am Ende von Route 10, die von Twin Drake City abgeht. Ein Stück weiter hinter der Siegestraße. Um die Stärke Lauros weiß ich nicht. Aber wie groß die von N ist, weiß ich nicht. Nee. Andersrum. Egal. So, 8 Orden, Leute. Vielen Dank für die Zuschauung. Und danke für euren Support. Nochmal vielen Dank. Ich finde es richtig geil, dass mein Let's Play hier so großen Anklang findet. Und bis dann, macht's gut. Euer Rigi. Ciao.